Halte die Augen geschlossen und geh mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen Körper. Der Mund ist am besten geöffnet, weil der Körper dann leichter den Atem so machen kann, wie der Körper atmen möchte. Und nimm die verschiedenen Bewegungen wahr. Die Atembewegung. Das Einatmen und das Ausatmen. Und die Pause zwischen den Atemzügen. Dann feine und stärkere Muskelbewegungen. Alles wahrnehmen. Nicht nur beobachten, sondern spüren, ohne etwas damit zu tun. Verschiedene Muskelbewegungen, die gerade dadurch auftreten, dass du Anspannung loslässt, dass du zurücktrittst. Und dann gibt es den Puls, den Herzschlag, der manchmal im ganzen Körper spürbar ist. Und ein feines oder stärkeres Vibrieren, Strömen, der Energiefluss. Und wenn du jetzt die Frage stellst, die Frage nach innen richtest, was fühle ich jetzt? Also die Gefühle jenseits der Körperempfindungen, dann können die Körperempfindungen wieder in den Hintergrund treten. Und dann kannst du einen Ton zulassen, der zu dem Gefühl gehört. Aber nicht, um das Gefühl oder die Energie des Gefühls nach außen zu bringen, sondern ganz im Gegenteil, um tiefer in das Gefühl hineinsinken zu können, um vollständiger zu dem Gefühl zu werden. Ein Ton, der nicht gemacht wird, sondern der von alleine entsteht. Und der auch nur so lang ist, wie das Atmen auch ohne Ton lang wäre. Also auf keinen Fall den Ton so länger durchhalten. Das wäre einen Ton machen. Und das hätte zur Folge, einen Gefühlszustand hervorzurufen. Aber wir wollen
Übungen des Geschehenlassens, wo wir nichts tun. Ha, ha. Ha. Oder oh. Oh. Mit dem Ton kann der Körper schmelzen. Mit dem Ton kannst du in das Gefühl hineinschmelzen, tiefer. Schmelzen, schmelzen, loslassen. Tiefer sinken, hineinsinken. Statt machen, kontrollieren. Erleuchtung ist die Folge vollständigen Loslassens. So vollständig, wie es eigentlich nur im körperlichen Sterben geschieht. Und das ist der Grund, warum die Erleuchtung von allen Mystikern immer auch das innere Sterben genannt wird. Keine Zukunft ausmalen. Das ganze Fantasiegebäude über Zukünftiges fallen lassen. Darauf verzichten. Keine Erinnerung. Nichts wollen und nichts erwarten. Und für alles offen sein. Auf deine Bilder verzichten, vor allem deine Bilder von dir, dein Selbstbild, das, was du deine Identität nennst, verzichten. Erinnerung, Absicht, Selbstbild und Identität sind alles nur Fantasien, um dich festhalten zu können. Und auf dieses Festhalten
und das Festhalten wollen, verzichten. Dann kann Loslassen geschehen. Und durch das Loslassen kann es sein, wenn du dich öffnest für die innere Tiefe, dass ein Sinken in die Tiefe hinein besteht. Sich von alleine dich erfasst und dich in die Tiefe hineinzieht. Und dann kann es sein, dass das Tiefen so lange sich fortsetzt, so vollständig ist, dass es schließlich nicht aufhörend in ein Schweben sich hinein verändert. Und dann der Raum unendlich wird und dein Verstand völlig still und du in die Wirklichkeit ankommst, in die Wirklichkeit der Stille. Aber sei nicht mit einer vordergründigen Ruhe zufrieden und begib dich da nicht in einen ruhigen Raum, den du für die Stille hältst. Die wirkliche Stille ist vollends verschieden von all deinen Vorstellungen über Ruhe und still sein. Und dieses Sinken geschieht, wenn du auf die Zukunft und die Vergangenheit, auf die Fantasien, auf die ausgedachten Gebäude und Fantasien über angebliche Zukunft verzichtest. Dann wird es möglich, aus der Zeit auszusteigen. Dann sinkst du buchstäblich in die Gegenwärtigkeit des jetzigen Augenblicks.
Und dann erfährst du, dass dieser Augenblick nie aufhört. Ewig ist. Nicht lange andauert, sondern jenseits der Zeit existiert. Und wenn du jetzt gleich die Augen öffnest, kannst du weiter in der inneren Erfahrung bleiben. Was gibt es für Fragen oder Mitteilungen? Ich habe da eine Frage. Ja. Da ist so eine Angst. Was ist denn nach dem Aufwachen? Nochmal, was denn Angst? Was ist denn nach dem Aufwachen? Wozu ist das wichtig? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie so eine Kontrolle. Für die Kontrolle willst du handeln oder, weißt du, wenn du aufzuwachen wünschst und die Sehnsucht danach hast,
dann hörst du auch auf zu fragen, was danach sein wird. Wovon, oder wir können an, wovon ist das motiviert? Was möchtest du wissen, wenn du die Frage, wenn ich diese richtig vollständig beantworten würde, was würde dir das geben? Naja, die Frage kommt deshalb, weil ich fast ohne Einkommen bin und ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und aber ja, das Gefühl gar nicht kenne. Diesen Zustand überhaupt nicht kenne. Aber ein Teil in mir, der sagt, na und, ist doch egal. Aber ein anderer Teil, der will wissen, wie geht es denn jetzt weiter mit dir? Ich werde ja auch gefragt und so. Ich habe ein großes Grundstück, ein Haus und ich wollte immer etwas Neues machen und so. Und bin Lehrerin gewesen, bin krank geworden. Naja, was heißt krank? Ein bisschen gehandicapt. Und jetzt kommt was Neues, aber und dann diese Angst vom Älterwerden, vom Sterben, alles sowas. Aha. Das Loslassen, das nötig ist, um aufzuwachen, erfordert auch, beinhaltet auch, dass du alle Vorstellungen über die Zukunft loslässt und gleichzeitig mit jeder möglichen Entwicklung einverstanden bist. Okay. Das bedeutet Loslassen, weißt du? Jetzt fragst du dich, wie es weitergeht, wenn du dich aufs Aufwachen zubewegst, hört die Frage auf. So, die Gedanken hören auf. Auch die Befürchtungen. Und du kommst dadurch erst in diesen gegenwärtigen Augenblick. Und was sich dann ändert, ist dein Inneres. Weißt du, solange man in diesen Gedanken sich bewegt, ist man nur oben an der Oberfläche. Und an der Oberfläche, solange man an der Oberfläche ist, kann man gar nicht aufhören zu denken. Wenn du in die Tiefe sinkst, dann wird der Verstand still. Es kann sein, dass du dann leichter eine Arbeit bekommst. Es kann sein, dass es genauso bleibt, wie es jetzt ist, im Äußeren. Das weißt du nicht. Aber weißt du, wenn du dich auf die Erleuchtung zubewegst, dann hörst du auf, darüber nachzudenken. Du hörst nicht auf zu denken, weil die wichtigen Dinge, die denkst du überhaupt erst zu Ende. Und dann kannst du dich damit befassen, welche Arbeit du suchen möchtest, wenn Zeit dafür ist, wenn du dich damit befassen willst. Aber das Grübeln, das Nachdenken, die Unsicherheit, die Befürchtung, die hören alle auf. Sie werden still. Und das ist für den denkenden Verstand nicht richtig nachvollziehbar und verstehbar. Wenn du wüsstest, dass du heute Abend oder morgen früh sterben müsstest, dann würdest du dir über den nächsten Urlaub keine Gedanken mehr machen, ne? Und auch keine Befürchtungen haben. Dieses innere Sterben, das ist die Befreiung. Es gibt dann
Auch einen Sommer, wahrscheinlich. Aber du, und du kannst auch dann Pläne machen, mit dem Zug irgendwo hinfahren und die Fahrkarte rechtzeitig besorgen und auch zum richtigen Zeitpunkt auf dem Bahnsteig ankommen, bevor der Zug einfährt. Das geht alles, dieses praktische Leben geht alles. Es verliert auch nicht alles an Wichtigkeit und Bedeutung, aber die Bedeutung werden zurechtgerückt, indem du in der Erfahrung der Gegenwärtigkeit ein Gefühl, eine Erfahrung da ist des vollständigen Erfülltseins. Und ob es dann noch eine Urlaubsreise gibt oder nicht, das ist nicht ganz unwichtig, aber relativ unwichtig. Vor allem nimmst du die Dinge, die geschehen, nicht mehr persönlich. Die ganzen Gedanken, die Besorgnisse um die Person, die verschwinden vor allem und vollständig. Du fühlst dich weder großartig wegen irgendwas, noch eine Versagerin. Solche Gedanken verschwinden völlig. Also, man kann sehr genau sagen, was dann für eine andere Struktur da ist. Das Gedächtnis funktioniert anders, weil man die inneren Dinge nicht wiederkäut und im Nachhinein darüber nachdenkt, was man hätte anders machen können und sich mit Gedanken beschäftigt, nur um sich beschäftigt zu halten, weil überwiegend ist der Verstand still. Aber wenn ich solche einzelnen Sachen nenne, dann kann man eigentlich, solange man nur die Erfahrung des kontinuierlichen Denkens macht, das nicht nachvollziehen und dessen Bedeutung auch nicht erfassen. Es ist auch ein bisschen so, wie wenn du, aber es ist, nein, es ist noch viel grundlegender, als wenn du, sagen wir, einem Zehnjährigen über die Sexualität berichten würdest, ne? Da würde der auch wenig verstehen, auch wenn du alle Worte verwendest, die alles beschreiben, für jemanden, der es kennt. Verstehst du? Diese Erfahrung eines Aufwachens habe ich ja schon mal gemacht. Bitte, Ich habe das schon mal erlebt. Ich hab das schon mal erlebt, dieses Aufwachen. wodurch ist das entstanden? Das ist entstanden durch ein wie so ein Beziehungsaus, und ich hatte ganz starke innere Reibungen und habe gemerkt, dass ich meinen Mann nicht mehr liebe. Und Noch ein bisschen klarer ins Mikrofon sprechen, dann verstehe ich das deutlich. ja, kannst du mich jetzt besser hören? Ja. Geht das jetzt besser? Ich kann noch ein Ja. bisschen versuchen, lauter zu reden. Na, Junge, lauter, klarer. Klarer, gut. Ja. das war 2003, und da hatte ich so eine starken Reibungen, dass ich alles im Prinzip losgelassen habe. Ich hatte auch überlegt, nein, nicht überlegt, aber ich war drauf und dran, mir das Leben zu nehmen, weil es mir so schlecht und so schlimm gab. Und ich nur noch eine kalte Zukunft vor mir gesehen habe. Und dann stand ich so am Straßenrand, und auf einmal hörte ich neben mir eine Stimme. Und dann öffnete sich ein Bild vor mir, wie meine nächsten Jahre aussehen werden. Und dann verschwand das wieder. Und dann habe ich allen erzählt, ich bin an der Straße aufgewacht. Obwohl ich dieses Aufwachen als solches, diesen Begriff gar nicht kannte. Aber ich habe jedem erzählt, ich bin aufgewacht. Und danach war für mich ein fantastisches Leben voller Energie, ne? Und ich wollte danach auch nie wieder einen Mann haben. Und nach 10 Jahren hatte ich dann aber doch einen, und dann war das wieder ein Beziehungsaus, und danach bin ich dann wie in meinem Körper gestorben.
Und das ist dieser Zustand, in dem ich mich bis jetzt im Prinzip befunden habe. Und dann wurde es aber langsam besser durch Veränderungen im Außen. Berufliche Veränderungen im Außen haben mich dann zu mir kommen lassen. Und ich merke auch irgendwie, dass ich geführt werde und hatte dann auch so außerkörperliche Erfahrungen gemacht. Und jetzt ist es so, als wenn es jetzt vollständig passieren will. Ja? Als wenn? Als wenn es so vollständig passieren will. So dass im Außen bricht bei mir auch alles so weg, dieser Besitz und das Berufliche und nicht wissen, wer, ja, was kommt denn jetzt? Ne? Ja, dann. Ja. Dann üb dich im Loslassen. Entscheide dich Ja. innerlich für das Loslassen und Das ist tja. bloß die Frage, das Wie, ne? Wie loslassen? Das Wie. Das sagt sich immer so leicht. Ja, du musst ja einfach nur loslassen. Hast Ja, du ich versuche immer. ein Buch von mir gelesen? Ich habe eins, ja, ich habe dein Scar, ich habe auch deine Videos, ich habe kenne Okay. dein. Okay, ja, Ja. dann Moment, aber dann hast du die 7 Schritte des Loslassen, die 7 Schritte des Aufwachens gelesen, oder? Oh, ich weiß jetzt nicht, wie das Buch heißt. Ich glaube, Weil, ja. ja, weil dann ist die Frage, wie du loslassen sollst, beantwortet. Da brauchst du nur nachzulesen. Gut. Wirklich, weil Ja. das ist alles klar und da sind die Vergangenheit loslassen in der Art und Weise, wie ist da beschrieben, wie du in der Vergangenheit hältst du fest, weil du manches wieder haben willst, besser haben willst, wieder gut Genau. machen willst. Ja, und diese einzelnen vergangenen Ereignisse, Episoden durcharbeiten, loslassen, die Vergangenheit als Ganzes loslassen. Das sind alles klare Schritte, die man da gehen kann. Es ist eine Art, dann den Körper, das Atmen loslassen, in dem, ein bisschen hatte ich vorhin in der einleitenden Meditation gesagt, wie es unterschieden ist, dass man sich atmen lassen kann, statt dass man selbst atmet, dann die körperlichen Blockierungen loslassen, dann die Fixierung wahrnehmen, die Verhaltensmuster anhalten und dadurch loslassen, fühlen und nichts tun, das ist der entscheidende Punkt, zu fühlen, nicht beobachten, sondern wirklich das Gefühl ganz erfassen und fühlen und weder in Gedanken etwas tun, noch in der Realität etwas tun und dann die Ängste fühlen. Die Ängste erfahren, vor allem die Angst vor dem Tod, die Angst vor der Zukunft und schließlich dann seine Wünsche sich mit auseinandersetzen. Wünsche und Befürchtungen. Befürchtungen sind ja nur negative Wünsche, also die Kehrseite davon. Sich damit auseinandersetzen und das Aufwachen, der Wunsch zum Aufwachen an die erste Stelle. So, das ist die Antwort auf die Frage, wie du loslassen sollst. Klar, muss es dann etwas länger dich damit auseinandersetzen und so weiter. Aber es ist bei weitem nicht so, dass diese Frage unbeantwortet wäre oder bleiben würde oder es ist im Gegenteil so, dass sie vollständig beantwortet ist. Man braucht sie bloß zu lesen, man braucht bloß ein Seminar zu besuchen, die Schritte anfangen, dann weiß man exakt, woraus das Loslassen als Ganzes besteht, da gibt es nicht mehr Fragen, die offen sind oder ungeklärt oder unbeantwortet? Null. Ja? Okay, danke. Ja. Judith? Ja, du Christian. Hörst du mich? Ja. Gut.
Ja, Christian, ich habe auch eine Frage zur Erleuchtung. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass es irgendwie für mich die Erleuchtung weiter weg ist denn je. Fühlt sich so weit weg an. Und ich habe so mal reingeschaut und für mich war es schon ein bisschen chaotisches Feld, was sich da auftut. Und ich habe mich nochmal erneut gefragt, will ich das wirklich? Weil du hattest uns ja auch empfohlen, sich das wirklich zu fragen, möchte ich das? Und als Antwort bin ich dann darauf gestoßen, also das ist schon die Sehnsucht meines Herzens, die ich wahrnehmen kann, die auch da ist. Genau. Und was auftaucht, wenn ich mit dir in Seminaren bin oder du uns auch führst in der Meditation, dann ist es so, dass ich in letzter Zeit oft mit so einer Art Verbot oder du darfst nicht oder dir steht das nicht zu, sowas in der Richtung, ja, Bekanntschaft mache. Hast du ja recht. Steht ja auch nicht. Ja, genau. Zu. Du hast ja auch gesagt, wir sind nicht würdig dessen, oder wir sind des Geschenkes nicht würdig oder haben es nicht verdient so. Ne? Ja. Wir können es uns nicht verdienen mit noch so viel guten Taten und der Oma über die Straße helfen und anderes. Man kann es sich nicht verdienen. Man kann das Karma nicht umbiegen. So lange, bis man Verdienste angehäuft hat und so, das geht alles nicht. Also, das Aufwachen ist ein Geschenk, ohne dass du es verdienst. Ja. Nun habe ich mich gefragt, wenn du sagst, man hat das nicht verdient, dann ist es ja eher so eine demütige Haltung, oder? Ja, richtig. Allerdings, die Demut hilft ungeheuerlich. Ja, aber das, was ich da mache, ist keine Demut. sondern das ist eine andere Energie, mit der ich mir das selbst verbiete. Das ist, als wenn ich. Ja, genau. Also, damit kannst du aufhören. Damit kann ich aufhören. Ja, und insofern ist es auch so, dass du des Aufwachens würdig bist, dass die Tatsache des Menschseins, diese Fähigkeit des Aufwachens, die Perspektive des Aufwachens, dieses Leben als gerichtet auf das Aufwachen, dass die Erleuchtung als Sinn dieses Daseins alles zu deiner Existenz gehörst. Das ist die Art, Mensch zu sein. Das ist das, okay, was das Menschsein aufwacht, ausmacht. Die Hühner und Regenwürmer, Krokodile, ist ziemlich sicher, dass die nicht aufwachen können. Eigentlich sehr sicher. Okay. Die können nichts dafür, wir können nichts dafür, es ist einfach nur so. Und zum Menschsein gehört es. Oh, das ist schön, dass du das sagst. Geht mir gleich viel besser. Ich mich. Danke. Tja auch. Danke. Bianca? Hallo, Christian. Hallo. Ich habe mich heute das erste Mal so richtig auf die Übung einlassen können. Und hatte davor immer so die Angst oder habe weitergespult bei den Videos. Und es sinkt noch immer so tief rein bei mir gerade. Und es ist wie wenn das ein ganz schwerer Magnet irgendwie reinsinken wird und gleichzeitig kann ich nicht aufhören zu grinsen. So. Ich verstehe es gerade gar nicht, aber ich möchte, es ist so ruhig und gleichzeitig so wie wenn alles voller kleiner vibrierender Elektronen wäre gerade. Aha. So wie wenn es übersprudeln würde gerade. Aha. Und was fühlst du dabei als Gefühlsqualität?
so übersprudelndes Glücksrad irgendwie so. Und das Übersprudelnde, was für eine Gefühlsqualität ist das? Übersprudelnd ist mehr die energetische Seite des Gefühls und das Gefühl selbst. Was ist das? Freude? Ja. Ja? Nimm wahr, ob noch ein anderes Gefühl dabei ist. Es ist mehr ein in so sein irgendwie. Okay. Gleichzeitig ist es ein Sinken in etwas, in das Sein, das Sinken in eine Leere. Ist das richtig? Trifft es das? Ja, es ist und gleichzeitig ist nichts, ist nicht da und aber doch so voll und irgendwie ist da diese Ruhe da und ist die Ruhe da? Lass dich in diese Ruhe hineinsinken. Habe ich dich richtig verstanden? Es sind noch Gedanken da. Nicht nur irgendwann Gedanken zwischen der Stille, sondern Gedanken sind noch kontinuierlich da, oder? Kann gerade nicht denken, keine Ahnung. Nicht denken, aber wahrnehmen. Ist der Verstand still? Ist egal. Lass dich in die Ruhe hineinsinken. Erfährst du ein weiteres Sinken? Gezogen werden. Es geht so nach unten und es wird gleichzeitig immer weiter und tiefer. Ja, überlass dich dem Sinken. Überlass dich dem Sinken. Keine Bilder, nichts, keine Bilder. Dieses Sinken in die Tiefe. Überlass dich dem. Wie wenn der Körper in die Länge gezogen werden wird. Lass die Körperempfindung im Hintergrund. Der Körper ist ganz unwichtig dabei. Es geht um das Sinken in die Weite, in die Tiefe hinein, womöglich noch einmal durch eine Enge hindurch. Aber es ist eine innere Erfahrung, nichts Körperliches. Mit dem Hals wird eng. Aha. Das Sinken wird immer begleitet von einer Abnahme des Atems, weil der ganze Organismus stiller wird, braucht er fast keinen Sauerstoff mehr. Nichts wollen dabei. Der befreiende Satz lautet nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist
das ultimative Loslassen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Geht das Sinken weiter? Ja. Manchmal wird der Atem so wenig, dass jemand Ängste entwickelt, dass der Körper gar nicht mehr atmet und es zum Ersticken kommt. Einfach geschehen lassen. Auch die Angst fühlen, wenn sie da auftritt als Todesangst, als Angst zu sterben. Was geschieht jetzt? Es ist ruhig. Es wird ruhig. Was noch? Wie wenn der Raum atmen wird. Das Sinken geht weiter, ja? Wir sind engen gerade. Ja, lass das geschehen. Ganz zart atmen, den Mund leicht geöffnet haben, dich atmen lassen, nicht verändern, nichts tun, geschehen lassen. Es ist eine wichtige Herausforderung, auch in diesem sanften Atmen, sich ganz zu überlassen und ganz geschehen zu lassen. Und dich dem tiefer sinken überlassen. Die Angst taucht auf, dass ich
umkippen könnte, wenn der Körper komplett doof ist. Ja, beachte den Körper nicht so. Das ist ein Holzweg. Der ist nicht wichtig. Bleib mit der Aufmerksamkeit beim Sinken. In der Ruhe, die dich erfasst hat. Der Stille. Und das lass dich weiter hineinsinken. Es ist entscheidend, dass man geschehen lässt und nicht tut. Wenn zwischendurch ein Gedanke kommt, das ist nicht schlimm, wenn man den Gedanken nicht danach greift und was damit macht. Körperempfindungen unwichtig nimmt. Manchmal taucht während des Sinkens ein Gefühl auf, manchmal Angst, manchmal ein anderes. Dann fühlt man das, gibt dem Raum diesem Gefühl, dann verbrennt es und dann ist es wieder ausgeklungen. Und dann geht das Sinken weiter, tiefer. Wenn es aufhören würde,
Dann deswegen, weil da die Angst ist, vor der man zurückschreckt, die man nicht haben will. Auch wenn es einem vorkommt, als wenn das ein Automatismus wäre, nein, es liegt daran, weil du wegen dann, wenn es wäre, weil derjenige dann wegen der Angst innerlich zugemacht hat. Dann kann man die Angst einladen. Taucht gar nicht. Ist irgendwie nicht da. Braucht nicht, das ist mir nicht da. Was geschieht? Ich sehe gerade die Worte dazu. Ist das Sinken an ein Ende gekommen? Wenn sich jetzt ausdehnen würde. Aha. So wie eine Kugel. Ja. Es dehnt sich aus. Was noch? Immer heller wird. Heller. Wie still ist der Verstand?
Darauf kommt keine Antwort. Was erfährst du noch? Neben keiner Grenze war, bist du verbunden mit allem. Und vibriert. Und? Und vibriert. Und vibriert. Und was noch? Und ist gleichzeitig still. Es ist gleichzeitig still. Das ist die Wirklichkeit. Das viele Denken, das umtriebig sein, das immer irgendwas tun müssen, wohin wollen müssen, das war nur ein Traum. Deswegen nennt man das das Aufwachen. Dass es heller wird, das ist eher etwas Nebensächliches. Manchmal wird es so erlebt, dann wieder nicht, weil eigentlich ist es auch nichts Visuelles. Auf jeden Fall unwichtig. Aber die Stille, die Grenzenlosigkeit, die Ruhe, was wie Geborgenheit, die Verbundenheit. Ja, das beschreibt es nur ungefähr. Ja, sind nicht die richtigen Worte dafür. Weil das Eins, die Erfahrung des Einssein, eigentlich entbehrt sie jedes Verbundenseins, weil verbunden kann nur das sein, was nicht eins ist. Es ist eine andere Form von Sicherheit für die Geborgenheit, die immer Geborgenheit in etwas ist, auch gar nicht richtig trifft. Aber ich verstehe gut, dass dieses Gefühl von Sicherheit mit dem Wort der Geborgenheit benannt wird. Ich verstehe gerade gar nicht. Was? Ich verstehe gerade gar nicht. Ja, das ist auch nicht nötig. Das ist nicht nötig. Aber die Freude ist eine andere, als sie zu Anfang war. Sie ist nicht so schäumend und übersprudelnd, ne? Anders. Sie ist anders. Tiefer und anders. Intensiv. Intensiv. Still. Irgendwie. Und still, genau. Darum hat man für dieses Wort der Freude
Das Wort der Glückseligkeit, das ist etwas anderes als gewohntes Glücksempfinden. Wegen der merkwürdigen Stillheit. Ja. Dies Aufwachen ist das Ende des Traums und das Ende des Albtraums, der Beginn des eigentlichen Lebens. Und je nachdem, ob du die innere Arbeit, die nötig ist, unweigerlich, ob du die ernst nimmst, kann es sich vertiefen und stabilisieren und das ganze Leben integrieren oder wieder versanden und einschlafen. Wir sehen uns am Wochenende in Wien. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Dann bis, ja, in 3 Tagen. 4 Tagen. Danke. Ja. Als der Buddha aufgewacht ist, war das Ereignis noch so selten, dass wir jetzt 2500 Jahre immer noch, 2500 Jahre später noch seinen Geburtstag feiern. Manche das Datum seiner Erleuchtung, seines Aufwachens, seines Erwachens. Der Buddha nannte sich der Erwachte, nicht der Erleuchtete. Und inzwischen geschieht es fast beiläufig. Nicht überall in der Welt, aber in einem solchen Kontext. Ganz zu Anfang vor vielen Jahren habe ich mich dann gefragt, ob die anderen, die dem, so wie ihr jetzt, diesem Prozess beiwohnt oder beisitzt oder irgendwas macht, ob ihr euch womöglich langweilt und so. Und dann habe ich ja gemerkt, das ist eine völlig absurde Frage, weil indem man es miterlebt und erfährt, verändert sich im Unbewussten wichtige Dinge, die nötig sind, sich zu verändern. Erstens bekommt man durch dieses praktische Dabeisein viel Wissen über den Prozess. Aber es verändert sich vor allem eine wichtige innere Einstellung und Haltung und Überzeugung. Nämlich es wächst die Überzeugung, ja, wenn Aufwachen so möglich ist, dann, ja, warum dann nicht auch für mich selbst? Und indem du für dich anfängst, das Aufwachen, die Erleuchtung als möglich zu erachten, dadurch richtet sich deine Energie erst richtig darauf aus. Weil der Wunsch zum Aufwachen alleine nicht ausreicht, weil es der Wunsch begleitet sein muss von einer irgendwie gearteten Erwartung der Möglichkeit. Dadurch kriegt der Wunsch Energie. Du kennst es auch von anderen Wünschen. Vielleicht ist dir auch in anderer Hinsicht ein Wunsch bekannt, den du hast, aber von dem du denkst, nee, der wird sich doch nicht verwirklichen. Dann bewegst du dich nicht in die Richtung, dann kriegt es keine Energie. Auch der Alkoholiker
braucht neben dem Wunsch, vom Alkohol aufzuhören, solange er resignativ glaubt, ach, das schaffe ich nie, wird es keine Energie in die Richtung geben. Irgendwo durch und wahrscheinlich durch ein Wunder oder eine Gnade bekommt er das Gefühl, doch, es lohnt sich, es zu versuchen. Es gibt die Möglichkeit, dass ich es schaffe. Viel wird darüber geredet, wenn ein Alkoholiker im Alkohol drin bleibt, dem geht's noch nicht schlecht genug. Und das ist eine ganz irrsinnige Interpretation, weil wenn es danach ginge, das Schlechtsein, dem Schlechtgehen, dann die Entschiedenheit erwüchse, damit aufzuhören, würden viel mehr Alkoholiker aufhören, viel mehr. Nein, es braucht den Wunsch und dann muss irgendwo durch eine Erwartung entstehen, dass es möglich ist. Und deswegen habe ich dann sehr schnell verstanden und gewusst, dass den Zuschauenden, Zuhörenden gar nichts besser passieren kann, als unmittelbar die Erfahrung des Aufwachens mitzubekommen und manchmal sogar mitzuvollziehen. Manchmal gibt es Menschen, die durch jahrelanges Meditieren tatsächlich innerlich schon sehr viel losgelassen haben. Und dann gibt es ab und an auch die Situation, dass diejenige oder derjenige nur den klaren Hinweis braucht, du, es geht darum, dich in die Tiefe fallen zu lassen. Und nicht dich in der Weite auszubreiten. Weil in all den Jahrzehnten seiner Meditation hat ihm das nie jemand gesagt. Öffne dich für die Tiefe, nicht für die Weite. Lass das Hineinsinken zu, für das man sich öffnen muss. Nicht machen kann, aber irgendwie öffnen. Ganz selten geschieht das Sinken, und es geschieht manchmal bei jemandem, der oder die davon überrascht wird. Zum Beispiel vor drei Jahren ist ein Buch erschienen von jemandem, der plötzlich unerwartet und ohne etwas darüber zu wissen in die Tiefe gestürzt ist, wie er das beschrieben hat. Und weil er dann da drin stecken blieb, Angstzustände entwickelt hat. Und dann eine ganze Reihe seiner Kollegen gefragt hat, ach so, ja, das hatte ich gesagt, der war selbst Facharzt für Psychotherapie und ärztlicher Psychotherapeut. Viele seiner Kollegen gefragt hat, was denn das jetzt wäre und die Angst, wie sie zu verstehen wäre. Und hat dann auch noch drei Therapien begonnen. Und der dritte Therapeut hat ihm immerhin gesagt, es sei eine spirituelle Erfahrung, die er gehabt hätte, aber auch ohne genau zu wissen, was um was es sich da handelt. Ja, also ganz manchmal setzt es spontan ein. Aber ansonsten ist es oft so, dass jemand 10, 20 Jahre meditieren kann und weil er von der Tiefe noch nichts mitbekommen hat, den Hinweis, sich darauf auszurichten, nicht bekommen hat, eben diese Tiefe versperrt war. Und nur das braucht. Nur von mir zu hören braucht du. Richte dich nach innen
und öffne dich für das tiefer Sinken und dann aufwacht. Manchmal ist es so, dass jemand viele Jahre meditiert und die Anweisung, die er ein ums andere Mal bekommen hat, nämlich alles zu beobachten und auf keinen Fall näher an sich rankommen zu lassen, diese Anweisung einfach ignoriert und stattdessen während des Meditierens alle Gefühle zulässt und fühlt. Und es dann leichter hat, aufzuwachen. Und auch dann manchmal nur ganz wenige Hinweise braucht, weil er sich während des Meditierens aufgrund hinreichenden Ungehorsams schon das Fühlen, ohne was zu tun, sich dem schon ein ums andere Mal überlassen hat. Grit. Hallo. Hallo. Okay, ich habe so eine Art Erwachenserfahrung auch schon mal gehabt. Das ist schon einige Jahre her. Da hatte ich aber auch überhaupt keine Angst. Also ich hatte einen ganz starken Bauchschmerz, weiß auch nicht, wo er herkam. Und bin dann wirklich in die Knie gegangen, weil es so wehgetan hat. Und meine letzten Gedanken waren, atme einfach weiter, du wirst schon nicht sterben. Dann war das auch, als wenn ich mit irgendwas durchgegangen wäre und da war weit. Ich könnte mir noch nicht mal mehr vorstellen, wie ein Problem geht. Also es war eher Information, keine Gedanken in dem Sinne, wie ich sie sonst hatte. Ich weiß nicht, wie lange es angehalten hat. Irgendwann war es dann wieder weg und bin da auch nie wieder so hingekommen. Und jetzt bin ich, sagen wir mal, vom Enneagramm her eine 5 eher. Aha. Und da geht es ja um diese Angstvermeidung. Und in dem Moment, als ich da durchgegangen bin, hatte ich überhaupt keine Angst. Und wenn jetzt mal die Gedanken wenig sind oder verschwinden, dann kommen immer so krasse Körperempfindungen nur. Also es sticht mir durch den Körper, ich kriege einen Schweißausbruch. Aber du sagst ja, dass diese körperlichen Erscheinungen eigentlich nur eine Begleiterscheinung der Angst sind. Ja. Frage ich mich natürlich, ja, wo findet dann die Angst statt? Bin ich drin und merke es gar nicht oder habe ich sie noch nie gefühlt? Genau. Der Mensch ist in der Lage, Körperempfindungen von Gefühlen zu isolieren und Gedanken von Gefühlen zu isolieren. Und das ist eine großartige menschliche Fähigkeit, die wir bekommen haben, entwickelt haben durch die Entwicklung des Geistes, weswegen man in der Lage ist, über 2-3 Monate eine Brücke zu bauen und währenddessen andere Bedürfnisse und Gefühle zurückzustellen, wegen des weitergehenden Planes, wegen der Gedanken. Also Tiere können das so nicht oder wir konnten es vorher auch nicht. Da war das Erleben so im Augenblick, aber auch das Denken so im Augenblick begrenzt. Und dann plötzlich kann man einen längerfristigen Plan machen und die Dinge tun und weiß, ja, wenn ich damit fertig bin, dann wird es mir gut gehen, dann kann ich mich ausruhen und so und dann kann ich immer trockenen Fußes über den Fluss gehen und dann wird es mir besser gehen und so weiter. Diese Vorwegnahme von Zukunft, die bewirkt die Möglichkeit des Auseinanderfallens von Körper, Gefühl und Geist. Ja, so empfinde ich das auch. Ich habe immer nur ein. Ja, und das ist dann auch die Gefahr. Das ist der große Gewinn, den wir haben, aber das ist dann auch die Gefahr, dass man womöglich nur die Körperempfindung wahrnimmt und das Gefühl selbst verdrängt. Ja.
Also geht es dann darum, die Angst einzuladen. Und das mit dem Aufwachen, das ist öfter so, dass man in die Tiefe sinken kann, dass man die Erfahrung des Aufwachens macht und währenddessen keine Angst fühlt, aber dann muss man sie unbedingt nachholen. Dann taucht die Angst. Bitte? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ne? Und da kommt dann so einladen. Einladen. Was meinst du mit einladen? Möchtest du, dass die Angst auftaucht? Ja. Das war ja so ein zögerliches Ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Das stimmt, es ist etwas zögerlich, weil ich ja gar nicht weiß, was ich da einlade, weil ich da so... Siehst du, das ist der Punkt. Wenn du erst warten würdest, bis du es wüsstest, dann stehst du dir ja im Weg, weil ja. Du kannst es erst wissen, wenn du die Erfahrung gemacht hast. Ne? Also du musst praktisch einen Verwandten einladen, von dem du jetzt plötzlich gehört hast, dass es den auch gibt, aber du weißt nicht, ob der grantig ist, ob der dir den Teppich versaut, was der macht. Du musst ihn einladen, ohne ihn zu kennen. Wenn du ihn erst schreiben würdest, ja, jetzt erzähl mal, machst du den Teppich dreckig, bist du freundlich, bringst du auch ein Geburtstagsgeschenk mit und so. Nee, die Information kriegst du nicht. Du musst sie einladen, ohne zu wissen, was auf dich zukommt. Aber das ist ja das Interessante wahrscheinlich an dieser Struktur, an dieser 5. Das mache ich ja permanent. Dieses Vorwegdenken, um die Erfahrung zu vermeiden. Dass ich weiß, dass ich das mache, aber ich weiß nicht, wie es anders geht. Indem du sagst, ich will die Angst fühlen, egal wie schlimm sie ist, egal was sie mit mir macht. Ich will sie fühlen, weil sie ein Teil meiner inneren Wahrheit ist. Punkt. Nicht, ich will sie fühlen, damit ich sie überwinden kann. Nicht, ich will sie fühlen, damit sie dann weg ist. Ja, okay. Nicht um zu. Ne? Das ist ja eins, das Drama, das ganze Leben ist ein Umzu. Mhm. Und dann fügt sich das Aufwachen da ein. Ganz zu Anfang hatten wir diese Frage, wie wird es nach dem Aufwachen sein, und da ging es auch um dieses Thema, auf das Umzu zu verzichten. Ich will aufwachen, um besser leben zu können, um das Leben erträglicher werden zu lassen, umzu. Und das Aufwachen ist das radikale Ende des Umzu. Das radikalste Ende, das vorstellbar ist. Ja, der tatsächliche Tod, vielleicht ist der noch, aber der ist gleichermaßen, dann hört es umzu auf. Und einladen, ohne zu wissen. Also nur die innere Entscheidung treffen, sozusagen. Richtig, und diese Entscheidung darf nicht mehr halbherzig sein, denn zögerliches Ja, ne, das kommt, weil eine Seite, und die müssen wir ernst nehmen, und die ist verstehbar, eine innere Seite ist die, ich habe Angst davor und ich will Sicherheit, ich brauche Sicherheit, ich muss mich festhalten, wohin soll das sonst führen, sagt diese Seite, die so wichtig für uns war und uns dafür gesorgt hat, dass wir überlebt haben, ne? Und diese Seite müssen wir jetzt mitnehmen, die Energie dieser Seite mitnehmen, und trotzdem muss diese Seite still werden können. Man muss hier gewissermaßen sagen, ja, wenn eine Eiszeit kommt und in anderen Situationen, da bist du gebraucht gewesen, aber jetzt nicht. Jetzt nicht. Und das ist so eine Umorientierung des Lebens. An der Wahrheit mehr interessiert sein, als daran, ob es einem gut geht oder was das für einen für Folgen hat. Verliebt sein in die Wahrheit. Was bin ich wirklich? Was ist die Wirklichkeit?
was von all dem, was existiert oder zu existieren scheint, was von dem ist wirklich wahr und was ist nur Einbildung? Was ist nur gewollt und was ist wirklich? Daran interessiert sein. Vielen Dank. Katharina. Hallo Christian. Hallo. Ich habe mal eine Frage, die hatte ich beim letzten Mal, ist die mir schon gekommen und die ist eher so ein bisschen allgemein. Es sind ja jetzt nun so Leute hier, die sich ja interessieren fürs Aufwachen und fürs tiefe Erfahren. Und wenn wir so in die Gesellschaft hineingucken, gibt es ja doch eher viele Leute, die, ich sag mal, so relativ oberflächlich und unbewusst leben. Ja. Und ich frage mich immer wieder, wie kann, also ist überhaupt ja die Frage, ob das so die Aufgabe ist, überhaupt jemanden zu erreichen. Aber ich frage mich trotzdem, wie man den Prozess unterstützen kann, dass irgendwie der eine oder andere mehr vielleicht so dem Bewusstsein etwas näher kommt. Oder ja. ob das im Leben eher zu akzeptieren ist, wie die Gesellschaft so funktioniert. Also sicherlich auch das, aber irgendwie ist ja, also mein Wunsch wäre ja doch irgendwie, ich merke, es gibt ja irgendwie Leute, ich hatte neulich ein Gespräch, dann habe ich so ein bisschen erzählt, was so, ja, was ich gerne mache, was Teil meiner Arbeit auch ist. Und dann ging es so ein bisschen, ich sage mal jetzt ein bisschen Platz so um Spiritualität oder um tiefes Bewusstsein. Und ich habe der Frau gegenüber gesessen und gemerkt, dass die damit wirklich so gar nichts anfangen kann. Ja, ja. Und ich frage mich irgendwie, ist denn das jetzt der Zustand, dass man das lässt? Oder also ich frage mich ein bisschen, wie das so verschieden sein kann, dass Leute ja so gar nichts davon wissen. Ja. Also dass denen das so fremd ist. Und dann finde ich wieder total schön, wenn wir hier alle zusammensitzen und die Leute etwas suchen. Was ist denn deine Haltung zu Leuten, die so gar nichts wissen wollen? Oder weiß ich nicht, was das ist so richtig? Weißt du, das Komische ist, dass wir vor langer Zeit mal eine völlig andere Situation hatten, weil da die Situation die war, dass jeder, der auch nur einigermaßen auch gebildet, nicht schreiben musste, der nicht können, lesen musste, der nicht können, also wirkliche Bildung war dafür nicht nötig, von dieser Möglichkeit der Erleuchtung wusste. Es gab Zeiten, wo 40% der Frauen sich organisiert haben, um einen solchen Weg der Erleuchtung zu suchen, zu realisieren. 40%. Das wären jetzt in Berlin, sind 4 Millionen Menschen, 2 Millionen sind Frauen, Kinder sind auch 1,5 Millionen. Wenn also jetzt heute Abend nur in Berlin 750.000 Menschen jetzt diesem Satsang zuhören würden. 750.000. Aber es gab auch noch eine ganze Menge Männer, die ebenfalls auf diesem Weg sich bewegten. Also es gab eine Zeit, wo
eigentlich jeder, der einigermaßen denken konnte, von der Möglichkeit dieser Erleuchtung wusste und dass es Menschen gab, die dem Weg folgten und so. Und jetzt haben wir Bücher, Internet und alles Mögliche und 99,995% der Menschen wissen noch nicht einmal davon. Wie kann das denn sein? Ja, es ist so, dass Spiritualität seit 30 Jahren wieder so sich verbreitet hat als Idee. Aber Erleuchtung selbst tabuisierter ist als 1960 oder 1984. Man darf sich da nicht vertun. Über Spiritualität wird geredet und man macht Untersuchungen. 2/3 der Psychotherapeuten sagen, dass sie spirituelle Erfahrungen hatten. Genauso viel der Klienten sagen, dass sie spirituelle Erfahrungen hatten und Themen wichtig sind. Aber Erleuchtung ist bewusst und zielgerichtet tabuisiert. Vielleicht das letzte Tabu, was wir haben. Wir können Menschen klonen, wir können alles Mögliche und es wird darüber nachgedacht, es zu tun. Wir können die Gene verändern. Es gibt Menschen, die forschen daran, den Tod immer weiter hinauszuschieben durch Organveränderungen, Genveränderungen und andere Dinge. In den letzten Jahren gab es viele Diskussionen über die eigene Entscheidung über den Tod. Es gibt kein Tabu mehr. Sexualität ist ja schon langweilig geworden als Diskussionsstoff, aber wirklich kein Tabu mehr. Es scheint das einzige Tabu, das übrig geblieben ist. Also ich spüre das auch, wenn man vom Erwachen spricht oder von Erleuchtung oder vom Aufwachen, dass dann auch in mir sowas entsteht wie Scham, obwohl ich mich dem ja sehr nahe fühle. Ja, genau. Trotzdem schäme ich mich manchmal dafür, dass ich ja diese Worte überhaupt in den Mund nehme, obwohl ich ja zutiefst die Wahrheit dessen spüre und dessen weiß. Ja. Aber ich frage mich trotzdem irgendwie, wie denn der Weg so sein kann. Erzählt man den Leuten einfach trotzdem unbeirrt von dem, was man erfährt? Oder? Ich weiß nicht, ich habe 3 Buchprojekte. Eins ist praktisch fertig, das lautet Erleuchtung in der Psychotherapie. Ein anderes Buch ist halbfertig, die Forschung, der Forschungsteil jedenfalls, das lautet praktisch Erleuchtung auch für Christen. Und das dritte Buch soll im September fertig sein, das lautet Erleuchtung kann jeder. Wie bringt man das denn, aber angenommen dieser Person, die mir gegenüber sitzt, ja. Wie bringt man der denn das nahe, dass es das überhaupt gibt, wenn die denn davon überhaupt nichts... Okay, das macht man so, indem man von 2 inneren Erfahrungsräumen spricht. Der eine Erfahrungsraum ist der, der jedem zugänglich ist. Das Denken, Gefühle, Körperempfindung, das ist jedem zugänglich. Es gibt bewusstes Denken, dann gibt es nachts unbewusstes Denken in Form von Träumen und ein großer Teil des Denkens ist unbewusst. Aber das ist der Raum, in dem man sich bewegt. Darunter gibt es, und seit 10.000 Jahren wissen einige Menschen das, darunter gibt es einen tieferen Erfahrungsraum. So, und dann kannst du zum Beispiel sagen, kannst ihn fragen, hast du schon mal genauer dich gefragt und mitbekommen, was geschieht, wenn du Langeweile empfindest? Kannst du das gegenüber fragen? Mhm. Und dann wird er sagen, ja, dann will ich irgendwas tun. Und du fragst ihn ja, warum eigentlich?
Ja, sagt er dann, wenn er dann nachforscht und sich da hineinversetzt, ja, da ist so eine nagende Unruhe. Ah, sagst du, da ist eine nagende Unruhe in einer Situation, wo nichts zu tun ist und eigentlich kannst du dich doch freuen, ist doch eigentlich schön. Aber nein, da ist eine nagende Unruhe. Und warum? Weil da eine Erfahrung von Leere beginnt. Und diese Erfahrung von Leere, die macht Angst, weil sie an den Tod erinnert. Und wenn man diese Erfahrung, statt ihr auszuweichen, wenn man sich dieser Erfahrung überlässt, dann kommt man tatsächlich zu einem inneren Abgrund und in den kann man sich hineinsinken lassen und dabei erfährt man noch etwas über den Tod und Angst, weil man, seit man 4 Jahre alt war, hat man so eine Barriere errichtet gegenüber dieser Angst vor Vernichtung. Das Kind hatte die Angst vor der Dunkelheit, aber es war eigentlich die Angst vor der inneren Dunkelheit. Und als es 4 Jahre alt geworden ist, musste es diese Barriere errichten. So, und wenn man diese Barriere, diese Unruhe, diese Angst, wenn man durch die hindurchkommt, dann kommt man in eine andere Erfahrungsdimension. Das würdest du dann auch so erklären? Das würde ich denen so erklären und ich habe gute Erfahrung damit gemacht, weil Menschen, die irgendwie denken können, denen kann man auch noch Sartre erzählen, wie die Existenzialisten von diesem inneren Abgrund geredet haben und dass man sich dem zu stellen habe, aber sie wussten nicht, dass man da hindurchfinden kann. Und dann kommt man in eine andere Erfahrungsdimension, die nicht mehr so von den Gedanken bestimmt ist und mit einem tiefen Gefühl von Gelassenheit und Frieden einhergeht. Und das haben Menschen immer schon erlebt und auch beschrieben. Und auch die Tatsache, dass es über Tausende von Jahren beschrieben wird, belegt, dass es zum menschlichen Erfahrungsraum gehört. Und das glaubst du, kann auch jemand erfassen, der irgendwie ja scheinbar noch nie sich mit sowas beschäftigt hat? Die Möglichkeit gibt es, dass er nachdenklich wird und denkt, das klingt irgendwie bedenkenswert und das klingt verstehbar und da kann was dran sein. Und wenn du dann noch sagst, ja, seit den 90er Jahren sind mehr und mehr Menschen wieder davon befasst und erfasst und leben in dieser tieferen Realität, schreiben Bücher darüber, es gibt Verlage, die Geld da rein investieren, solche Bücher zu verlegen. Ich finde es halt auch spannend, weil man ja doch, sag mal, in unserer westlichen Welt oder in Deutschland ja doch immer wieder diese Entfremdung ja dessen sehr erkennt. Und wenn man in Asien reist, dann so ist es ja viel deutlicher in dem Alltag integriert. Dann merke ich immer, dann kann ja irgendwie dieses Verständnis, was wir jetzt in Deutschland und in unserer westlichen Welt haben, ja irgendwie ist ja einfach sehr entfremdet, das merke ich schon. Ja, ja. Und ich merke, nach dem letzten Retreat hattest du ja auch gesagt, ich merke schon mittlerweile, also weil ja irgendwie alle nach dem Lebenssinn suchen. Für mich ist da nochmal so deutlich geworden, ja natürlich, warum ist denn nicht der Lebenssinn also zu erwachen? Für mich ist es das, so ist aber es. Ich merke, warum ist denn das nicht unser allen Ziel? Und warum ist es zum Beispiel nur in Deutschland als Beispiel so ein Tabuthema? Das ist mir irgendwie nochmal einfach sehr deutlich hervorgegangen. Ja. Aber das sind einfach so Fragen, die mich so nochmal beschäftigen. Gut. Ein Grund konkret jetzt gerade, warum es dieses Tabuthema ist, die Menschen lassen das an sich abperlen, weil es ihr augenblickliches Dasein in der Welt grundlegend in Frage stellt.
Es stellt die Psychotherapeuten, es stellt alle andere in Frage, weil sie müssten gleichzeitig dann realisieren, nicht nur, ah, toll, ich kann noch viel mehr entdecken, sondern sie würden realisieren müssen, Mensch, ich muss mich darum kümmern, ich müsste noch dazulernen, ich bin mit dem, wie ich bisher so zufrieden bin und stolz, was ich alles geschafft habe, das muss ich in Frage stellen, ich muss mich einem Lehrer überlassen, der mir sagt, wo es lang geht, das alles muss ich tun. Ich darf mir über das, was ich an inneren Reichtümern, was ich alles weiß, nichts mehr einbilden. Das ist ein Infragestellen, das die Menschen einfach nicht zulassen wollen. Ne? Selbst wenn man mit jemandem darüber redet, dass die das in Frage stellen müssten, kann man einen Nicken bewirken, wobei derjenige in dem Augenblick nicht mitkriegt, dass ihn das selbst betrifft, ja. Und er, indem er zustimmend antwortet, gleichzeitig verhindert, sich selbst in Frage zu stellen, indem man das auf die anderen bezieht und nicht auf sich selbst. Man kann dem zugucken, wie da das Bewusstsein abschottet und sich selbst rettet und sich selbst darauf nicht zu beziehen braucht, indem da die Abwehr funktioniert, die Klappen kann man praktisch hören, die da zuklappen, die das Abperlen, die Teflonschicht, die da entsteht, die kann man wachsen sehen und sehen, wie es perlt und abperlt und so und dann manchmal es komisch finden, aber im Grunde tief traurig finden. Und es ist tatsächlich eine wesentliche Aufgabe, endlich wieder eine Atmosphäre zu schaffen und entstehen zu lassen, in der diese wertvollste Perspektive des menschlichen Daseins wieder bekannt wird und Gegenstand öffentlichen Gesprächs und öffentlicher Diskussion wird. Und nicht alle sich dem hinterherrennen müssen, das wird nicht passieren, aber doch alle irgendwie darüber Bescheid wissen und ernst nehmen und da sein lassen. Und das ist mit der Neuzeit, ist das ausgerottet worden. Man hat die Religion bekämpft mit der Aufklärung und gleichzeitig die Spiritualität und vor allem die Erleuchtung in die Mülltonne geworfen, ne? Und hat gar nicht richtig, nein, da stellt jemand die Frage, ob das Fallen mit Kundalini zu tun hat, hat es nicht. Kundalini hat keine besondere Bedeutung. Kundalini ist das Wachwerden von Energie in einem gelösten Körper. Es hat mit dem Aufwachen zu tun, weil durch das Aufwachen sich der Körper löst und nicht umgekehrt. Aber es ist nebensächlich, das ist der wichtige Punkt. Kundalini ist für Erleuchtung ganz nebensächlich, ganz nebensächlich. So, also darüber, dass wieder diese grundlegenden Haltungen der Neuzeit, auch die Wissenschaftshaltungen, nur das, was man ausmessen kann, das, was man experimentell herstellen und wiederholen kann, lassen wir zu wissenschaftlichen Themen werden. Da wird einfach ein großer Teil, und zwar der relevantere Teil menschlicher Erfahrung, ausgeschlossen, so als wenn praktisch nur noch nebensächliche und nebensächliche Fragen für die Wissenschaft übrig bleiben, weil nur das, weil Wesentliches nicht ausgemessen, nicht experimentell hergestellt werden kann, nicht die Wissenschaftler sich mit befassen wollen. Und das wieder zu ändern, neu auszurichten, neu die Frage zu stellen, was ist uns wirklich wichtig, womit wollen wir uns befassen, wofür wollen wir das Geld an den Universitäten ausgeben, worüber soll geforscht werden, das alles neu entscheiden und dass die Menschen anfangen, das wieder in die eigene Hand zu
nehmen und nicht so wie jetzt, wo die Forschung von Drittgeldern bestimmt wird und wer gibt Gelder für die Forschung, der Staat tut es nicht mehr und so tun es die Konzerne. Also wird nur das geforscht, mit dem mehr Geld entstehen kann, weil nur dadurch dafür Geld aufgewendet wird, ne? Das haben wir alles und das haben die Politiker alles so verändert. Das war vor 40 Jahren noch nicht so. Da hat der Staat den größten Teil der wissenschaftlichen Forschung bezahlt, ne? Wir haben das zugelassen. Wir haben das zugelassen, dass die Forschung der Gewinnmaximierung zum allergrößten Teil der Gewinnmaximierung unterliegt. Und mit Erleuchtungsforschung kannst du keine Gewinne machen. So einfach ist das. Aber wir sorgen für die Strukturen, die das aufrechterhalten. Ja, da muss man sich nicht wundern, dass dann genau das rauskommt. Ist nicht das einzige Gebiet, in anderen Gebieten ist es genauso. In der Psychotherapie werden die Therapierichtungen, die für schnelleres Funktionieren sorgen, wissenschaftlich erforscht. Psychoanalyse nicht, die sind dann in Hochschulen tot. Gestalttherapie gibt's gar nicht an Hochschulen mehr. Andere Sachen auch. In der Gesundheitspolitik seit 1970 oder 1980 hat es da eine gravierende Veränderung gegeben. Seitdem, vorher haben Krankenhäuser keine Gewinne produzieren müssen. Seitdem haben sie den Auftrag, Gewinne zu produzieren. Ja, wir schaffen die Strukturen, unter denen wir dann leiden. Leider habe ich manchmal den Eindruck, dass es die meisten Leute gar nicht mitkriegen. Dass sie gar nicht mitkriegen. Und sich halt so betäuben, dass das. Am meisten Kopfschütteln verursacht bei mir, das ist nach wie vor ein kleiner Haufen von Traumwandlern gibt, die von Bewusstseinsentwicklung, Höherentwicklung und sonst was fabulieren. Und in Wirklichkeit sieht man, dass die Dinge bergab gehen und dem Bach untergehen. Und das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit. Man kann in der wissenschaftlichen Literatur kann man realisieren, dass in den 60er und 80er Jahren mit mehr Offenheit, mit mehr Toleranz, mit vor allem mehr Sachverstand über Erleuchtung geschrieben wurde, als das heute der Fall ist. Wirklich. Heute gibt es mehr Nischen. Das ist eine Veränderung. Ein kleiner Teil von Menschen kann in Bücher, in Buchverlagen, die praktisch auch nur Nischendasein haben, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wie der Gräfe und Unser Verlag, der das Buch über Erleuchtung kann, jeder verlegen wird. Also ganz wenige Ausnahmen hat Erleuchtung so ein Nischendasein irgendwie, nicht ganz im Darknet, aber so fast. So fast. So wie, sagtest du das eben, sich schämen, wenn man darüber spricht. Also ich mache das ja trotzdem, aber ich fühle das auf jeden Fall. Ich nehme das wahr und ich entscheide mich jetzt trotzdem, das mehr sozusagen auszusprechen. Und sozusagen auch in der Arbeit, die ich ja mache, also auch bewusster, ich spreche das auch an, dass ich weiß, das ist ja eher ein Thema, dass das sozusagen in unserer Gesellschaft nicht kommuniziert ist, aber dass es ja trotzdem da ist. Und ich merke schon, dass ich mich damit auseinandersetze, aber ich fühle das schon, dass wie eine Scham in dem Thema ist. Ja. Aber die Frage ist, ja, ich merke ja auch, gut, dann heißt es einfach natürlich, da weiter darüber zu sprechen entgegen. Also das Scham ist, das nehme ich wahr und ich spreche ja trotzdem drüber. Aber dennoch merke ich diese Hürde. Ja. In den 60er und 70er Jahren hat es einen Grafen gegeben. Ich glaube, der ist in den 80er Jahren ist er gestorben. Der erleuchtet war
und sich für Erleuchtung eingesetzt hat und Bücher geschrieben hat und Veranstaltungen gemacht hat und eine Form von Therapie entwickelt hat, die auch auf Erleuchtung abzielte, die initiatische Therapie, der das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat für sein Wirken. Und der hat geschrieben und gelehrt, dass für ihn der Sinn des Lebens darin besteht, Erleuchtung zu finden und von dieser tieferen Wirklichkeit Zeugnis abzulegen. Ich habe das vor einiger Zeit erst gelesen und das hatte mich schon überrascht. Ich selbst habe das für mein Leben so gesagt, ja, für mich stimmt es auf jeden Fall. So, ich kann gut verstehen, dass, wie Meister Eckhart sagte, wenn ihr jetzt nicht wärt, die mir zuhören, so jetzt hier im Internet, sagt Meister Eckhart vor 700 Jahren, gut, der hat nicht das Internet angesprochen, aber wenn ihr jetzt nicht zuhören würdet, dann müsste ich es da hinten der Säule predigen. Weil er es in der Kirche hatte, das und da gab es genug Säulen. Ne? Also so, dass er deutlich war, nicht nur, dass er diese Erleuchtung realisiert hat, sondern eine innere Bewegung, das zu bekunden und mitzuteilen. Ja, jemand, der das damals so sagte, der konnte noch damit rechnen, Bundesverdienstkreuz zu kriegen, ne? Das wäre heute nicht mehr richtig denkbar. Dann habe ich von 1970 ungefähr eine Buchbesprechung von ihm, über ein Buch von ihm im Deutschen Ärzteblatt, über den Durchbruch zum Wesen und die Realisierung der Buddha-Natur, so eine zustimmende, positive Buchbesprechung im Deutschen Ärzteblatt wäre heute undenkbar. Schlicht undenkbar. Ne? Also an solchen Sachen merkt man, dass sogar in den letzten 50, 60 Jahren noch eine Abnahme von öffentlichem, eine Abnahme des Tabus, des Erleuchtungstabus gegeben hat. Es täuscht ein bisschen, wenn man nur unter sich ist und nur im Internet bestimmte Seiten anklickt oder bestimmte Online-Satsangs anhört. Täuscht das, wobei man ja auch sehen muss, dass auf den meisten Satsangs Erleuchtung weder stattfindet, noch wirklich drüber geredet wird. Ne? Das ist ja auch in meiner Arbeit ja auch eher die Ausnahme, dass das überhaupt geschieht. Selbst in den Satsangs ist es... Christian, leg mal dein Handy von dem Tisch weg, man hört es vibrieren. Oh Gott, ja. Ach. Weil dein Mikro steht ja auch auf dem Tisch und dann überträgt sich das. Stimmt. Danke. Ja, ich sehe gerade, oh Gott, es ist auch schon die Zeit überschritten, deswegen. Na gut, auch. Danke. Ja, vielleicht zum Schluss noch ein Hinweis. Am Ende des Monats gibt es ein Enneagramm-Seminar, das gibt es immer nur einmal im Jahr. Und ich möchte euch sehr ans Herz legen, euch ein bisschen darüber zu informieren, was das Enneagramm ist. Ich habe einige kurze Filme im Internet über das Enneagramm. Auch über das Seminar gibt es einige Informationen. Das Enneagramm, mit dem versteht man über sich selbst so viel mehr, wie und warum das Verhalten so ist. Es gibt Leute, die sagen, dass, und zwar nicht Einzelne, dass so 4 Tage Enneagramm-Seminar sie mehr über sich selbst erfahren haben
als in mehreren hundert Therapiestunden vorher. Und das stimmt, weil die Atmosphäre auf so einem Enneagramm-Seminar ist absolut einzigartig, weil jeder weiß, dass alle anderen auch eine Fixierung haben. Niemand braucht sich zu verstecken und Sorge zu haben, ah, wenn ich das zeige, dann werden die anderen mich komisch angucken. Nein, die wissen das oft eher als du, welche Fixierung du hast. Und in dieser Atmosphäre der gegenseitigen Unterstützung und des gemeinsamen Erforschens verschwinden ganz viele Widerstände und Peinlichkeiten und so weiter und eher so ein aufgeregtes, aufregendes, abenteuerliches sich selbst erforschen ohne diese Scheuklappen. Und man lässt sich auch nicht sagen, was man für eine Fixierung hat, sondern erforscht das und entdeckt es selbst. Und das sind immer vier sehr, sehr spannende Tage. Und wenn man diese Verhaltensmuster so überblickt, fällt es viel leichter zu sagen, ja Moment, das ist ziemlich offensichtlich, dass ich das nicht wirklich bin. Und dann ist die Frage, ja, wer bin ich denn? Was ist denn das da drunter? Was ist denn das Eigentliche? Die kriegt dadurch viel mehr Kraft und viel mehr Chance, die deutliche Antwort zu finden und aufzuwachen. Also diese Enneagramme, es ist nicht nur, es ist auch, aber nicht nur so ein Werkzeug, sich und die anderen Menschen natürlich auch besser zu verstehen, sondern ein spirituelles Werkzeug, dahinter das Eigentliche zu entdecken. Empfehle ich euch, viele besuchen das auch als Wiederholer, weil wenn man die Grundzüge kennt vom Enneagramm, dann kriegt man die Einzelheiten und Feinheiten viel deutlicher mit. Deswegen gibt es auch so einen extra, so einen Wiederholer-Rabatt. Ja, jedenfalls, das wollte ich euch, dieses Seminar würde ich euch ans Herz legen. Am nächsten Wochenende, hat vorhin die Bianca angesprochen, gibt es ein Seminar in Wien. Und am übernächsten Wochenende gibt es eins in München. Also nächstes Wochenende in Wien, übernächstes in München. Dann ist ein Wochenende gar nichts, da kann man sich dann erholen. Und dann kommt das Enneagramm-Seminar von mittwochs abends bis sonntags mittags. Und das findet in Berlin statt. Gut. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht, auch mit der Erleuchtung in der Gesellschaft. Und ja, in dem Kontext meiner Arbeit wird Erleuchtung immer selbstverständlicher. Hier fängt keiner mehr an, den Abend zu feiern und rot anzukreuzen. Heute ist jemand, hat jemand Erleuchtung gefunden. Weil es ist normal in den Seminaren, dass das geschieht. Und dass wiederum, dass es so normal ist, unterstützt die anderen, die noch nicht aufgewacht sind, weil die merken, oh, es ist normal, dass es geschieht. Also kann ich mich dem auch zuwenden und damit rechnen, dass es geschehen kann. Und dann gewinnt es Energie. Dann ist man mit einer ganz anderen Offenheit bei den Übungen des Geschehenlassens, bei Bewusstheitsübung und anderen Dingen, weil man ist offen dafür, dass es geschieht. Das ist die Veränderung, wenn Erleuchtung endlich Gegenstand allgemeinen Gespräches und Diskussionen wird. Ja, und in die Richtung bewegen wir uns.
Und wir werden sehen, wie weit es zu treiben ist und wie weit es die Gesellschaft aushält, zulässt, geschehen kann. Das alles ist sehr spannend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und finde es toll, dass ihr da seid und freue mich, euch wiederzusehen. Dich auch, Harald. Ich habe dich vorhin schon gesehen, aber ich hatte keine Zeit, dir eine Nachricht zu schicken. Ja. Also, bis dann irgendwann. Tschüss. Tschüss und vielen Tschüss. Dank. Danke. Dankeschön. Oh, ciao. Oh, das ist eine richtig schöne Tiefe jetzt in mir. So ja. Toll. Ja. Ganz klasse. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. 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 Tschüss. Danke. Ist das schön. Vielen Dank, Christian. Euch auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Dankeschön, schön, dass es dich gibt. Oh ja. Das finde ich auch. Oh,